Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte: Wisst ihr denn, wer unter den Lebendigen tot ist? Wisst ihr denn, wer unter den Lebendigen tot ist? Dann fragte man ihn: Wer ist das? Dann sagte er: Derjenige, der das Gute nicht erkennt und das Schlechte nicht verabscheut. Also das Gute nicht zum Guten aufruft und nicht das Schlechte verabscheut. Das ist also ein Indikator. Dadurch erkennst du, dem sein Herz ist tot. Der hat überhaupt keine Reaktion mehr. Ob vor ihm etwas Gutes ist oder gesündigt wird, ist es für ihn das gleichgültig. Und das, liebe Geschwister, ist heutzutage sehr verbreitet, leider, bei Muslimen. Findest zum Beispiel in Social Media sehr viele, die teilen dann Videos von unbekleideten Frauen, ja, ohne Hijab. Da sagt, ja, die Nachrichtensprecherin hat da was gesagt, und jetzt? Legitimiert das jetzt, diese Info, die Nachricht jetzt, dass du jetzt diese Nachrichtensprecherin verteilst, also in den Social Media, das so, dass jeder ihre Haare sieht? Das jetzt, also in welchem Führerbuch steht das? Oder irgendetwas anderes. Leider, diese Leichtfertigkeit, das Herz ist nicht mehr so lebendig, es pocht nicht mehr. Man hat kein Problem mehr damit. Das Video ist voller Musik. Ja, der hat was Gutes gesagt. 5 Minuten hörst du nur Musik, um was? Um irgendeine Info, Allahu alam, was? Ja, Tickets sind billiger geworden. Allahu alam, von mir aus ist es noch interessanter, aber legitimiert das, die Sünde zu verbreiten? Nein. Oder eigene Bilder zu verbreiten? Jemand, besonders natürlich Frauen, ja, unbekleidet, also ohne Hijab zum Beispiel, aber auch mit Hijab. Aber auch mit Hijab. Das bedeutet, diese Leichtfertigkeit bei vielen Muslimen ist ein Anzeichen dafür, dass das Herz erkrankt ist. Man hat kein Problem mehr damit. Ist doch nicht so schlimm. Ist ja normal geworden. Macht doch jeder. Diese Haltung zeigt, da ist eine Krankheit. Normalerweise sagst du, das ist eine Sünde. Du hast das gesehen, das ist deine Sache. Zwischen dir und Allah, bete 2 Rak'ah, mach das Sadaqa, bitte Allah um Vergebung. Es geht mir jetzt um was? Um das Verbreiten auch noch. Gut, ich habe eine Sünde begangen, möge Allah mir vergeben. Aber ich muss jetzt doch nicht extra noch dazu diese Sache noch der ganzen Welt verbreiten. Das wird dann Yawm al-Qiyamah in meiner Schrift stehen, dass 5000 Leute diese Frau gesehen haben. Warum? Durch einen Klick. Möge Allah uns vergeben. Das heißt, der Mensch, der Muslim, muss die Furcht haben vor dem Tod seines Herzens. Davor, dass er nicht mehr spürt. Davor, dass er nicht mehr Gefühle hat gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Liebe, Furcht, Hoffnung, Geborgenheit, Sehnsucht. Und das merkst du immer an der Ibadah. Die Ibadah, das, wie gesagt, das ist ein Indikator. Wie sieht es aus mit Koran? Wie sieht es aus mit Gebet? Wie sieht es aus mit Dhikr? Wenn du da keine Sehnsucht hast, bedeutet das, dein Herz ist erkrankt. So sehr, dass es gar nicht mehr sprechen kann, dass es Nahrung will. Jemand, der sehr, sehr erschöpft ist, also sehr, sehr krank ist, der kann gar nicht mehr reden, dass er trinkt. Er verdurstet gerade. Aber der ist so erschöpft, er kann nicht sagen, gib mir zu trinken. Und so ist dein Herz. Ist halb tot und kann nicht mal sagen, ich brauche Koran. Diesem Herzen, genauso wie diesem Menschen, der nicht mehr reden kann, dem gibst du und tropfst ihm ein bisschen Wasser, damit er wieder zur Kraft kommt. Du weißt, er braucht das. Er kann es nicht sagen, weil er so erschöpft ist und krank ist. Aber du weißt, er braucht es. Und so ist auch deine Seele. Du weißt, deine Seele ist halb tot. Sie kann nicht mehr reden. Du findest gar keinen Drang mehr nach Gebet. Aber du weißt, sie braucht das Gebet. Also gib ihr das Gebet. Fang an zu beten. Fang an, Koran zu lesen, fang an, Allah zu gedenken, dann kommt deine Seele, dein Herz wieder zu Kraft.